Moin Leute, Herbert hier, GamerTV, und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Euro Truck Simulator 2. Ja, ich muss irgendwie die Aufnahme gerade nochmal starten, also davon wisst ihr nichts, weil ihr nichts davon gesehen habt. Auf jeden Fall ist mein Plan, nach Serbien runterzufahren. Gibt's aber keinen aktuellen Auftrag, deshalb fahren wir erstmal runter zur Slowakei, und von der Slowakei fahren wir den Auftrag nach Serbien. Ich denke mal, das ist ein angenehmer Auftrag und das kriegen wir auch hin. Und ja, ich bin eigentlich schon losgefahren und hatte alles eigentlich soweit erledigt. Also, ich war schon fast da. Und dann ist das Spiel abgestürzt. Bis jetzt habe ich noch keinen Grund gefunden, warum das passiert ist. Ich hoffe natürlich nicht, dass das Spiel wirklich an dieser Stelle total am Crashen ist oder so. Sondern, dass das jetzt ein einmaliger Fehler war und jetzt dann wieder alles gut ist, ne? Hey, die Ampel wurde eben auch rot. Das ist cool. Nur eben stand ich auf der rechten Seite. Neben einem PKW, und dahinter war ein LKW. Aber das ist jetzt nicht so. So, bei Gelb geben wir mal Vollgas. Dann gucken wir mal, wie schnell wir beschleunigen können. Naja. Nicht wirklich nennenswert, die Beschleunigung. Ich denke nicht, dass er uns vorbeilässt, aber ich denke eher, dass er nicht aus den Füßen kommt. Von daher haben wir hier gerade einen strategischen Vorteil genossen. Des Weiteren müssen wir unbedingt zu einer Werkstatt, fällt mir gerade ein, weil wir müssten doch jetzt rein theoretischerweise den neuen Motor zur Verfügung haben, oder? Oder bin ich jetzt falsch? Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Wir sind ja letzte Folge oder davor die Folge im Livestream ein Level aufgestiegen. Moment mal. Das bedeutet, wir fahren vorher hier kurz zur Werkstatt, bevor wir den Diesel abholen. Und dann fahren wir zur Slowakei und dann nach Serbien. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es wird bestimmt cool. Da kommt noch ein bisschen Einkommen rein, das ist immer gut. Ja, also aktuell ist es ja so, dass ETS 2 täglich kommt. Wenn kein ETS-Video kommt, kommt meistens abends ja ein Livestream. Und ich finde das eigentlich ganz cool, weil ETS 2 ist der Spieletitel, der mich persönlich immer noch am meisten begeistert. Selbst nach Wochen, Monaten. Oh, was ist hier passiert? Das sieht mir ein bisschen nach einem Unfall aus, ne? Alle Achtung. Sieht auf jeden Fall nicht gesund aus. Aber es scheint keiner verletzt zu sein. Von daher fahren wir einfach weiter und kümmern wir uns mal nicht näher darum. So. Oh, Dankeschön. Du kannst weiterfahren. Danke. Du musst noch weiterfahren. Wisst ihr was, Leute? Interessiert mich jetzt nicht. Hat er Glück gehabt. Ich wollte ihn gerade nochmal wegrammen, aber ich habe die Kurve dann doch noch bekommen. Schade eigentlich. Verdient hätte er es. Ah, hier ist das Bauhaus. Cool. Ich glaube, das Bauhaus hatte auch den Dieselauftrag. Wenn ich mich nicht irre. Gucken wir mal, ob hier ein neuer Motor verfügbar ist. Erstmal die Wartung, ich glaube 5% waren es ungefähr Schaden. ja, den 730 PS V8 DC16103 haben wir jetzt. Der arbeitet, glaube ich, mit. Ja, die Newtonmeter. Ne, die Newtonmeter bei Umdrehung sind besser. Hier waren wir bis 1350, hier sind wir bis 1400. Der nächste Motor gibt es erst bei Level 31.
Das Differential, also dem Dingens werden wir nicht ändern. Warum auch? Wir werden aber mal die Lackierung ändern. Weil so klassisch weiß sieht das schon langweilig aus. So gar keine Lackierung ist auch echt ätzend. Ich meine, wir haben ja viele, ne? Armor. Das sieht auch eigentlich cool aus, so ein bisschen kunstmäßig. Bratislava, Brasilien, China. Oh. Ja, wir nehmen den Drachen, glaube ich, ja. Der sieht nice aus. Der hat was. So, dann gucken wir nochmal ganz kurz, dass wir hier ein bisschen verändern. Naja, nur der Dragonfly, der sieht meiner Meinung nach nicht zu bullig aus. Und ich will ja eigentlich nur Akzente setzen damit und nicht alles hier. Das gefällt mir gar nicht. King on the Road, das passt ja eigentlich am besten. Ja, die Front ist immer noch die beste. Ohne Beleuchtung, ohne alles, das gefällt mir eh nicht. Jetzt ist die Frage, unlackiert, lackiert, was nehmen wir denn da? Oder in Chrom? Chrom sieht zu krass aus. Ein Original Schwarz oder ein Original Silber? Dann sieht Schwarz am besten aus. So, Schmutzfänger vorne dran, beziehungsweise Schutz vor Steinschlag. Nehmen wir das, genau. Da wollte ich nichts haben. Vorne ein Scania V8 Emblem, was leuchtet. Hinten V8 Power, sehr gut. Oben eine einfache Sonnenblende reicht ja. Die Originale, die sieht eigentlich ganz schick aus. Der lange Spiegel, den finde ich gar nicht so unwichtig. Die Verkleidung. Lackierte Türgriffe. Verchromter Verkleidung. Müssen wir mal kurz gucken. Hier passen die Ranger am besten. Die Reifen haben wir ja schon geändert. Ja, 8x4 passt. Genau. Und die Pipes machen wir auch ein bisschen anders. Die Vulkanos, sehr schön. Dann fahren wir so einen schönen Kanister durch die Gegend, oder? Der sieht da eigentlich viel besser aus. Ja. Geht auf jeden Fall der Sprit nicht leer. Bestellen wir uns das Ganze so. Das sieht doch geil aus, oder? Kann man doch nicht meckern. Wir haben zwar keine Montagen, aber egal. Sehr gut. Ja. Er hat jetzt ein bisschen bessere Leistung im oberen Drehmomentbereich. Was ja auch nicht unwichtig ist. So, jetzt werden wir hier vorne zur Firma fahren, den Diesel abholen und dann. Ja, vorsichtig. Zack, sehr gut. Hier ist der Frachtmarkt und hier ist auch der Diesel irgendwo. Da haben wir nach Slowenien runter. Vielleicht gibt es hier auch den Dieseltank. Tankauflieger, genau. Ist ein Auflieger, der bringt uns nichts. Müssen wir mal drüber schauen.
Ist auch ein Auflieger, den können wir leider nicht mitnehmen. Ja, dann nehmen wir den hier, den großen Auftrag annehmen. Und das Bauhaus hat also 25 Tonnen Diesel zu viel. Und dann erlösen wir das Bauhaus. Schon irgendwie komisch. Von seinen Lasten. Sehr gut. So, dann drehen wir hier eine Runde. Ah, der Anhänger ist jetzt schon richtig lang, ne? Das geht ja locker. Ohne Probleme hier von der Hand. Aber bis der hier ist, sind wir schon abgebogen. Perfekt. Natürlich müssen wir beim Abbiegen jetzt weiterhin aufpassen, nicht, dass wir Gott und die Welt irgendwie mitnehmen. Das wäre nicht so gut. Das Ganze wird ja auch irgendwann sehr teuer, ne? So, Navi-Einblendung natürlich für euch, bitteschön. Und dann kann die Tour ja losgehen. 17 Stunden, 1092 Kilometer. Hier ist wieder der Unfall. Krass, muss heftig gewesen sein. Ich wollte gerade sagen, er hält da an, aber nein, Pustekuchen. Okay, und die Polizei haben wir auch nicht hinter uns. Weil die ist da gerade abgebogen. Ich habe nur gerade gedacht so, nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Aber Leute, wie die Fahrt weitergeht Richtung Slowenien, sehen wir im nächsten Part. Bis dahin, bleibt ihr seid. Danke fürs Zusehen und Tschüssikowski, macht's gut. Ciao.